So Leute, jetzt der vierte Tank. Ich bin schon einen Tank ohne euch gefahren, und zwar den dritten. Er ist noch sehr fett eingestellt und so werde ich jetzt diesen Tank auch noch fahren. Ab dem fünften werde ich dann einen Tick magerer oder eine halbe Umdrehung magerer stellen, damit er schon mal ein bisschen mehr Speed kriegt. Ja, ich mache ihn jetzt an, dann zeige ich euch mal, wie er so anspringt. Ich habe ihn jetzt 15 bis 20 Minuten Pause gegönnt. Dann wollen wir mal gucken, wie er jetzt anspringt. Also springt sehr gut an, einmal ziehen, ja. Ja, wie man hört, noch sehr fett. So, ich fahre jetzt auch manchmal hinter der Kamera, weil sonst habe ich hier zu wenig Radius, weil ich möchte auch ein bisschen länger auf Gas bleiben. Oder zu wenig Fahrgröße hier, sagen wir es so. Ja, wie wir hören und sehen, extrem fett. Ist auch gut so. Man sieht richtig das Öl fliegen. Oh. Also muss man nur sagen, der Einlaufphase. Dann habt ihr mehr Spaß mit dem Motor und auch habt ihr auch länger was davon. Weil wenn ihr bei irgendeinem Motor merkt, das Pleuel ist ausgeschlagen, war ein gebrauchten, dann seht ihr gleich, der ist nicht angelaufen worden. Und dann ist wichtig. So, ich werde jetzt hier aber nicht den ganzen Tag, den ganzen Tank füllen. Weil sonst wird das Video zu groß, Leute. So mache ich das jetzt die ganze Zeit. Fand ich ein bisschen langweilig, aber naja, dafür hat man nachher mehr Spaß. Fängt es an zu regnen oder was? So, ich schalte dann später nochmal ein. So Leute, fünfter Tank ist drinne. Ich werde den jetzt anmachen, werde ihn dann ein bisschen warm fahren, dann stellen wir ihn schon mal ein bisschen magerer ein, weil er muss ja auch ein bisschen auf Temperatur kommen in der Einlaufphase. Und dann können wir auch ein bisschen mehr Speed geben. So, ich schmeiße ihn jetzt an, fahren wir ihn erstmal warm. Und Leute, das ist kein Scheiß. Ich pumpe Sprit vor und ziehe einmal und er ist da. Also der ist nicht vorher gelaufen, Leute. Das ist der Hammer, wie der anspringt. Also geil. Nein, ich will gerade nicht. Ich bin noch kalt und sehr fett. Wird dann gleich warm genug sein, dann stellen wir den mal ein bisschen magerer. So, halbe Umdrehung rein. Ja, geht gleich schon eine ganze Ecke besser. Federung muss ich auch noch ein bisschen einstellen. Mal kurz gucken, wie warm er ist.
fühle das nur mit meiner Hand und so, wisst ihr. Weil ich habe leider kein Thermometer. Läuft auch im Standgas besser, weil sonst hat er immer so, sagen wir mal, hat sich so angehört wie mein großer Verbrenner. Also weil er so extrem fett war, da hat er sich immer so ein bisschen überfettet, sagen wir so. Der lässt eine Wolke hinterher, du. Oh. Der letzte Tank heute. Bin heute schon den ganzen Tag hier draußen. Reicht dann auch erstmal für heute. Oh. Ah, der Motor passt zu dem Auto. Also schwarz-silber, das sieht geil aus. Passt einfach zu dem Auto, weil das ja auch alles schwarz-silber ist. Außer Luftfilter und so. Aber der Rex ist so ein geiles Auto. Ich liebe ihn jetzt schon. Konnte leider nie mit den 21er Force wirklich Offroad fahren. Der hatte einfach kaum Leistung, weil er nicht richtig eingefahren wurde. Und ja, ich hoffe, mit dem geht das besser. Weil die Kupplung sieht noch gut aus und der kann es nicht liegen. Für welche, die es interessiert, nochmal, bevor ihr irgendwelche Hater oder so ankommen, ne, mein ja, zu viel Gas und so weiter, das ist der fünfte Tank. Zwei Tanks mit sehr fetter Einstellung im Standgas. Und dann zwei Tanks mit derselben Einstellung wie ja im Standgas, also sehr fett, hier gefahren. Und jetzt halt eine halbe Umdrehung magerer. Und jetzt fahre ich dann halt hier rum. Und das ist manchmal maximal Halbgas, also ist ganz in Ordnung. Ich hasse das, wenn der so fett ist, weil dann klebt das überall hinten am Stoß, den Verachsen und so. Aber naja, muss halt sein. Ne? Ich denke, war Thomas jetzt gucken mit meiner Antwort. Aber wenn ich länger dran halte, wird schon für meine Hand ein bisschen zu warm, also so ist eigentlich ganz gut. Könnte jetzt noch ein bisschen wärmer sein, aber ich lasse mir erstmal so. Vielleicht, wenn der Tank fast leer, stelle ich ihn nochmal einen Tick mal und dann mal gucken. So, ich würde da mal sagen, ich schalte da nochmal ein, wenn der Tank fast leer ist, ne? Tank, ist nicht mehr jetzt so viel drinne. Ich werde jetzt noch den Rest hier leer fahren. Ja, und dann war es das für heute. Ich habe mal einfach so gelassen. Jetzt läuft das schon ein Tick besser. Völlig in Ordnung so. Wir werden jetzt auch noch ein bisschen fahren.
Ja, ich bin nur Anfänger. Deswegen muss ich mal überlegen, ob ich jetzt schon mal richtig aufs Gas irgendwann gehe hier und dass ich auch richtig mager dann schneller. Beziehungsweise ab wann, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Wie gesagt, ich bin noch nicht so lange im Nitro-Modellbau hier tätig. Aber ich würde mal sagen, so 5-6 Tanks mit ja, fetter, ehrlich gesagt sehr fetter bis fetter Einstellung geht wohl lang. Bis man dann mal so ein bisschen anfängt, ne? Ein bisschen mehr Gummi zu geben. Ja, ich schau mal kurz an den Tank, komm mal eher Auto. Temperatur ist gut. Wenn ich lange meine Hand dran halte, dann wird es ein bisschen heiß, also ist in Ordnung. Tank noch Viertel. Aber wenn er länger ein bisschen Standgas war, da hat er irgendwie voll Dampf, wenn er danach Gas gibt. Ich muss sagen, der Motor hat trotzdem schon ganz schöne Power, muss ich sagen. Also ich möchte nicht wissen, wie der abgeht, wenn der richtig eingestellt ist. Ah, ich gebe auch noch nicht so richtig Gas, ne, weil ich möchte den Motor richtig gut einlaufen lassen, weil ich möchte auch lange was davon haben. Ups, gerade im Graben gefahren. So, gerade im Graben gefahren. Wie man hört, wird ein bisschen unruhig manchmal in Standgas. Das liegt an der Fernbedienung. Pass mal auf, wenn ich jetzt lenke. Warte, ich zeige euch das mal. Seht ihr, habt ihr das gerade gehört? Also mancher gibt da ein Gas, weil ich muss die Funke gegen eine 2,4 GHz austauschen unbedingt. Schnellstmöglich. Vorne irgendwas passiert. Ja, nicht, dass das schöne Ding hier wegsaust. Man weiß ja nie. So viel Durst hat er jetzt auch nicht. Geht eigentlich. Ist ja auch noch fett. Dann schauen wir mal nach Tank. Immer noch genug. Immer noch Viertel. Boah, ich schalte noch mal irgendwann ein, ne, wenn der Tank fast leer ist, weil sonst wird das Video so lang. So Leute, Tank ist durch. Ich bin fertig. Der fünfte Tank war das jetzt. Mit einigermaßen, also kann man sagen, fetter Einstellung. Das davor war ja sehr fett. Tank ist leer. Qualmt nur noch daraus ein bisschen. Ja, was kann ich zum Motor schon mal sagen? Ich finde es sehr geil. Trotz, dass ich am Anfang das Problem hatte, dass er so geklemmt hat. Aber das soll normal sein, weil der Motor hat eine extreme Kompression, Leute. Also, ich kann den Wagen ohne Probleme heben. Kann auch schütteln und es tut sich nichts. Also, die Kompression ist echt Hammer bei dem Motor. Also wenn ihr euch den holt, da habt ihr auf jeden Fall, schätze ich mal, wenn ihr ihn gut einfahrt, lange Kompression von. Den gibt es auch als 28er, wen es interessiert. Der hat natürlich noch mehr Dampf. Ja, ich habe ihn jetzt mit den LRP 16%igen Sprit eingefahren. Ja, und mit dem werde ich auch weiterhin fahren. Ja, die Reifen finde ich sehr schön. Die passen zu dem Auto. Sehen cool aus da drauf. Ja, und das war's für heute. Hier ist das ganze Zeug, was ich benutzt habe, noch, ne, Schraubenzieher und die Kiste, da stand da drauf und ist eingelaufen. Ja, wir haben jetzt gleich schon 8:30. Ich bin fertig, Leute. Ich bin 4 oder 5 Stunden mit dem Auto draußen gewesen. Boah. Also, ja. Naja, was tut man nicht alles, ne? Ja, und morgen werde ich dann wahrscheinlich ein bisschen weiterfahren, aber ich schätze mal, so ein bisschen vielleicht ohne Kamera. Ab und zu vielleicht mal einen kleinen Ausschnitt, aber ne.
Ich habe so langsam erstmal ein bisschen viel hier am Uploaden, deswegen, ne, habt da bitte ein bisschen Verständnis. Ja, und ich würde sagen, das war der Teil 2 von dem Einfahren mit dem Nitro-Bull von Graupner, den 21er. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir mit dem Auto hier fetzen oder mit dem Attack oder was auch immer, ne? Ich möchte mal gucken, was dann kommt, ne? Ich war's, euer Pau G. Tschüss.